Ich bin der Patrick, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Geschäftsführer der Oldtimer Zentrum Berlin GmbH. Wenn ihr mich das erste Mal seht, dann sicherlich, weil ihr irgendwo eine Anzeige von uns gesehen habt und wissen wollt, wie unser Prepaid-System funktioniert. Und deswegen habe ich dieses Video gemacht, damit ihr euch das ganz genau anschauen könnt und hoffentlich auch alle eure Fragen beantwortet werden. Im Grunde genommen gibt es bei uns drei Möglichkeiten, wie wir dem Kunden helfen können, die Fahrzeuge aus den USA hier rüber zu bekommen. Erstens geht das sicherlich über die Anzeigen, die wir schalten, wo die Fahrzeuge noch in den USA stehen. Das findet ihr auf eBay Kleinanzeigen, auf Mobile, aber auch auf Facebook und Instagram. Oder aber der Kunde meldet sich bei uns, gibt einen Suchauftrag ab und sagt, ich hätte gern bitte folgendes Auto in der Farbe mit dem Motor. Und da können wir natürlich aus einem viel größeren Portfolio aus den USA schöpfen als hier aus Europa. Und wir haben natürlich auch den Kunden, der sagt, hör zu Patrick, ich habe mein Auto schon in Florida oder ich habe es schon in Kalifornien zu stehen. Ich brauche aber jemanden, der mir beim Import und bei den ganzen Formalitäten hilft. All diese Sachen werden wir euch natürlich nochmal genauer erläutern. Und mehr Informationen findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung bzw. in der Verlinkung. Sollte es also jetzt dazu kommen, dass ihr euch bei uns meldet, weil ihr irgendwo eine Anzeige auf eBay Kleinanzeigen oder auf Mobile gesehen habt, läuft das in der Regel so ab, dass wir vom Eigentümer nochmal detaillierte Bilder einholen. Das ist für uns immer sehr wichtig. Damit versuchen wir es auszugrenzen, dass wir nicht irgendeinen Schrott besichtigen, irgendeinen Blender oder sonst irgendwas. Da haben wir immer so ganz spezielle Fotos, die wir anfragen und dann können wir daraus immer schon sehr gut erkennen, in welche Richtung geht's. Wenn es dann aber soweit ist, dass wir alle Informationen haben und die Eckdaten alle passen, dann schicken wir einen unserer zahlreichen Scouts an den Ort. Der macht dann sich nochmal ein Bild vor Ort und der sagt dann, hör zu Patrick, das und das muss gemacht werden, das ist gut, das ist schlecht. Von dem gibt es ungefähr 100, 120 Bilder und in der Regel auch so 4, 5 Videos, wo er drumherum läuft, wo man den Motor hört, wo es von unten nochmal gefilmt wird. Also all das, was essentiell wichtig ist, um auch wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck zu bekommen. Wir haben sehr gute und sehr zuverlässige Scouts, teilweise Scouts, mit denen wir seit über 10 Jahren zusammenarbeiten. Auch Deutsche, die Kfz-Meister sind. Also wirklich, wir haben uns über die Jahre ein sehr, sehr gutes Team aufgebaut. Wir können die komplette Westküste abdecken, wir haben den ganzen Süden, wir können an der Ostküste uns austoben und wir haben auch im Land unsere Scouts. Und das funktioniert wunderbar. Wenn der Scout uns die Bilder zugeschickt hat, kriegt von uns der Kunde diese in der Regel in Echtzeit über WhatsApp zugeschickt. Das heißt, man muss gar nicht mehr selbst vor dem Auto gestanden haben und man hat trotzdem alle Informationen, die man braucht. Ich denke, das ist auch in unserem Geschäftsmodell sehr, sehr wichtig. Vertrauen entsteht auch nur durch Kommunikation. Das heißt, alles, was wir selbst wissen, geben wir auch an den Kunden weiter. Wenn jetzt alles passt, und der Kunde sagt, ja, ich möchte das Auto gerne haben, dann ist es so, dass wir vor Ort gleich einen Kaufvertrag schließen und auch das Auto anzahlen. Ganz wichtig ist halt immer, wir versuchen den Deal zu retten und zu vermeiden, dass dort irgendwie ein Konkurrent kommt und vielleicht auch ein lokaler Käufer einfach uns den Deal vor der Nase wegschnappt. Hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr vielleicht zu lange gewartet habt und dadurch euch ein Deal durch die Lappen gegangen ist oder vielleicht gerade die Kohle nicht parat hattet? Ich kenne die Situation schon zu Genüge. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. In dem Moment ist es auch so, dass wir dann den Kaufvertrag mit unserem Kunden hier in Deutschland bzw. auch in Europa schließen. Mit Abschluss des Kaufvertrages ist auch die Kaufsumme auf unser Konto zu überweisen. Wenn das eingegangen ist, wird das dann direkt in die USA zu unserem Scout geschickt. Der kauft das Auto oder bezahlt das Auto dann vollständig. In der Regel können die Scouts die Autos auch gleich mitnehmen, ansonsten werden sie von der Spedition abgeholt und diese ganzen Wege sind versichert. Das heißt also, der Kunde muss sich auch keine Sorgen machen bezüglich irgendwelcher Schäden, die nicht vorher schon da waren oder aber auch Total Lost Versicherung und solche Geschichten. Diese Sachen sind in der gesamten Verschiffung von uns automatisch immer versichert. So, jetzt ist es natürlich so, jetzt kommt das Auto dann zur Spedition an. Die Spedition nimmt das Auto in Empfang, schreibt uns einen Report, da werden auch nochmal alle Mängel und Macken notiert. Es gibt nochmal eine PDF mit ein paar Bildern. Die leiten wir auch schon an den Kunden weiter, dass er dann auch nochmal so einen Schritt sieht, wo er merkt, hey, das Auto ist jetzt bei der Spedition. Und dann geht das Auto schon in den Container. Das dauert in der Regel in der Vorbereitung 10, 14, manchmal auch vielleicht 18 Tage. Das hängt von der Spedition ab. Und natürlich auch, ist der Weltmarkt so frei, dass er die Container hat? Sind die Schiffe da? Wird gestreikt? Also es gab ganz viele Eventualitäten, die das verzögern können. Aber in der Regel sind das so, ja, 10, 14 Tage. Dann hängt das natürlich auch sehr stark vom Standort ab. Wo steht das Auto?
Wenn das Auto beispielsweise in Los Angeles steht und von dort aus verschickt wird nach Bremerhaven, ist die reine Schiffsfahrtzeit 43 Tage. Wir sagen unseren Kunden in der Regel, dass sie ungefähr so 8 bis 10 Wochen warten müssen. Das ist ungefähr so der sichere Weg, wo wir festgestellt haben, wenn wir das dem Kunden so mitteilen, dann ist es vielleicht mal ein bisschen weniger, dann freut er sich. Wenn es dann ein bisschen länger ist, dann ist es auch noch nicht so schlimm. Damit vermeiden wir aber, dass wir den Kunden irgendwie was von 4 oder 6 Wochen erzählen, was nicht realisierbar wäre. Dann wird das Auto schon für den deutschen Zoll vorbereitet. In der Regel sieht das so aus, dass das Auto mit den ganzen Unterlagen von uns vorbereitet wird und wir dann quasi, wenn es entladen wird, dann nur noch beim Zoll vorlegen. Es gibt dann meistens eine Zollprüfung, die gucken sich das Auto an, ob die Daten, Fahrgestellnummern und sowas alles passen. Dieser Prozess kann in der Regel 4 bis 7 Tage dauern, aber es ist in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig, dass es auch mal 10 bis 14 Tage dauert. Und so läppern sich eben diese 10 Wochen insgesamt, weil eben überall ein bisschen was an Zeit verloren geht. Bei uns sind die Deals immer so abgesteckt, dass der Kunde quasi einen Preis für die gesamte Verschiffung mit Importkosten, Versicherung, Entladekosten und Verzollung hat. Die richten sich immer bis Bremerhaven. Das heißt also, wenn das Auto angekommen ist, verzollt wurde, von uns bezahlt wurde, kriegt der Kunde nur noch einen Anruf und dann heißt es, hör zu, Auto ist startklar, du kannst es hier gerne abholen. Jetzt hat aber nicht jeder Kunde die Möglichkeit, sich das Auto selbst abzuholen. Auch das ist kein Problem. Wir haben erfahrene Spediteure, mit denen wir lange zusammenarbeiten. Die übernehmen das. Das wird dann auch direkt an den Spediteur bezahlt. Wir haben damit nichts zu tun. Und die Jungs sind sehr zuverlässig und die können wir auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Also ihr seht, wir versuchen euch dahingehend ein Gesamtpaket anzubieten, ohne dass ihr jetzt irgendwelche großen Rennereien, Ärger oder sonst irgendwas habt. Das übernehmen wir alles für euch und bieten euch dabei eben einen großen Markt aus den USA. So, ihr seht also, es ist gar nicht so schwierig und es ist auch gar nicht so risikobehaftet, weil wir natürlich uns auch überall absichern, langjährige Scouts um uns herum haben, aber auch natürlich eine Transportversicherung haben. Und so bieten wir natürlich den Kunden ein gutes, attraktives Paket, auch oftmals mit einem großen Preisvorteil gegenüber den europäischen Angeboten. Aber wir haben natürlich den Vorteil, dass wir gar nicht mehr selbst vor Ort da sein müssen und trotzdem für die Kunden die Autos ranholen. Und das ist für uns ein großer Vorteil. Die Kunden nehmen das super an. Es wird deutlich mehr angefragt und ja, dementsprechend freuen wir uns auf euch. Wenn ihr Fragen habt, teilt sie uns mit. E-Mail, Facebook, Instagram, wir sind überall und beantworten euch auch natürlich alle Fragen, die ihr habt. Wir werden demnächst ein Video aufnehmen, wo wir euch zeigen werden, wie die andere Seite aussieht, wie risikobehaftet auch so ein Oldtimer-Handel sein kann, wie es betrügerische Internetseiten gibt, wo leider auch viele Menschen drauf reinfallen. Also seid gespannt, bleibt dabei, lasst uns einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und ich würde sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.